Peng. Oha, 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 oha. Jetzt geht's hier aber ab. Okay, wir müssen vorne den Weg zumachen. Spawnt hier noch jemand? Mit mir? Ja. Hä? Herrgott. Nein, ich will hier nicht die Strandgranate hinschmeißen. Aber ich will auf jeden Fall ganz schnell meine Platte reinmachen. Ah. Okay. Der hat mich ganz schön aufgehalten für nix, weil er hatte nichts. Doch, er hatte einen Thompson. Ohne Munition, hä? Okay, so jetzt. Eine hier hin. Eine hier hin. Zack. Oh, blaue Box. Strahlung ist knapp dran, aber gut gemacht. Eine Wand aus Glühwürmchen wird jetzt erstmal einige hier abhalten. Ach, kann ich nicht hier schon so reinhüpfen, ja. So. Und Tresor wird geöffnet. Let's go. Nein, 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 nein. Wieder hoch. Ich wollte nicht die Treppe. Ich wollte die Kartoffel. Die Kartoffeln. Na, was ist hier noch drin? Schön. Hier klingelt irgendwas Telefon. Telefonzelle vorne beim Supermarkt? Nein. Ah! So, hier geht's. Hier ist keine Strahlung. Kann ich schön jetzt in Ruhe die blaue Box noch öffnen? Okay. Telefon klingelt immer noch. Hier oder noch ein weiter? Ein weiter noch, ne? Ich gehe da jetzt ran. Da oben drin. Ich hoffe, es ist jetzt nicht gleich weg. Das ist wie früher, als man ein Festnetztelefon hatte und man unten war und oben das Telefon geklingelt hat. Es ist der Typ am Siege. Ja, komm her, komm ran. Einziger Weg ist wahrscheinlich hier an der Seite übers Wasser. Okay. Ich habe ihn so einmal getroffen. Autsch, wir müssen schnell zum Tresor noch. Er wird ja wahrscheinlich jetzt. Der einzige Weg wahrscheinlich hier so an der Seite. Ich weiß nicht, ob die Strahlung da ist. Oder ob er da an der Seite vorbei sneaken kann.
sehen wir gleich. Boah, er hat da aber auch ganz schön noch zu kämpfen, ne? Ah, er wurde gekillt. Er wurde gekillt. Ah, guck mal, die Glühwürmchen sind sehr gut hier gefallen. Sehr, sehr gut. Ah, ich habe das Gefühl... Doch, hier ist überall alles voll. Okay, ja, sehr geil. Na gut, er hat Telefon gekillt. Keine Gefahr mehr. M4 nehmen wir natürlich mit. Okay. Zwei Pings haben wir sogar noch. Ja, hier ist noch der andere Tresor. Aber ich glaube, der hat mit irgendeinem gekämpft, der hier in dieser Area war. Wir checken das jetzt einfach mal ab. Ja, genau. Zwischen den Häusern. Na gut, okay. Hier oben schon drin? Nee. So, jetzt gucken wir mal. Man hier an der Ecke vorbei ohne Strahlung? Ah, nee, nicht wirklich. Aber da, ah, es geht. Aber es ist wirklich auch der einzig kleine Zipfel, wo man einigermaßen dann noch durchkommt. Man bräuchte noch eine dritte Strahlengranate. Kann man ja leider nicht mitnehmen. Ja, oder man hat Jod und läuft halt durch. Klar. Und es kam ja auch keiner. Ich hätte sie gar nicht hinschmeißen brauchen, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht kamen ja auch welche und sind dann doch an der Strahlung, haben sich von der Strahlung abschrecken lassen. Möglich ist es. Wir wissen es ja gar nicht. Insofern, ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt sinnlos war. Wir haben nur nicht unmittelbar mitbekommen, ob es wirklich einen Effekt hatte. Hier ist der Airdrop. Hey, hey, hey. Vom Safe House. Er ist nicht davor, er ist auf dem Dach. Hab ihn getroffen, aber warum denn nicht in seinen Kopf? Ja, er hat schon wieder drüber geguckt. Ich sehe dich.
Guckst du noch mal rüber? Oh, anscheinend nicht. Wo ist er? Er ist nicht mehr auf dem Dach. Bist du noch hier? Ja, hundertprozentig. Nein? Aha. Er hat sich zurückgezogen. Okay. Also wir haben schon mal einen Schalter gerade gefunden. Der zweite Schalter. Mann, ich will den Tresor schon gern noch haben. Warte mal. Also, jetzt schauen wir nochmal in Ruhe. Hier ist einer. Und da ist einer. Ah ja. Klingelingeling. So, Tresor ist jetzt in dem Carport oder in der Garage, besser gesagt. Hier liegt... Ah, hier liegt er. Hier hat er den gekillt. Aha. Okay. Wo ist der Schatz? Da hinten. Habe ich Benzin? Yes. Jetzt wird es doch nochmal ganz interessant hier. Oh, da liegt auch noch jemand. Moin. Hier ging ja einiges ab. Tape habe ich ja schon. Dünger. Das löschen wir nochmal raus und nehmen auf jeden Fall noch das mit. Und das. Granate eigentlich auch, komm. Zünden kurz das Feuerwerk. Damit hier noch was reinpasst. Yay! Ach, wie schön. Ich liebe Feuerwerk. So, jetzt können wir noch. Wir haben 2 Jod. Wir müssen aber den Airdrop, der liegt hier mitten in der Strahlung wahrscheinlich. Oder? Nö, geht. Okay, cool. Ah, ein bisschen. Egal. Nicht schlimm, nicht schlimm. Unten, rechts, unten, links. Nein! Ah. Verklickt. Das erste Mal, glaube ich... ever, dass ich mich verklickt habe. Gut, er ist nicht verstrahlt. Das ist schon mal gut. Na, nochmal der Schatz. Ey, mach das Schild! So, wir gehen zum Exit mit dem Benzin. Ob wir den Schatz jetzt noch holen, ich weiß nicht. Ich glaube, das klappt wohl nicht mehr. Obwohl, wir haben noch 2 Jod. Wir könnten... Wir schließen jetzt erstmal das Exit auf, würde ich sagen. Wie weit ist der Schatz jetzt noch weg? Ich weiß gar nicht. Ach, der liegt... Das ist der unter dem... Da vorne an der Seite, ne? Das ist schon ein Stück wieder zu laufen. Und ich habe eigentlich auch gar keinen Platz mehr im Rucksack. Passt. Ist egal, wir nehmen den Kram mit. Scheiß auf Schatz, vielleicht ist er auch schon weg. Wir haben gutes Loot. Gute Runde.
Wir haben echt gut Loot eingepackt. Und den Airdrop natürlich, den können wir auch noch aufmachen. Und jetzt schauen wir nochmal auf XP, denn das wird auch nochmal richtig reinscheppern, denke ich. Ja. 16.000, 17.000. Das läuft. Ist noch eine geile Runde geworden.